What's poppin'? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Das sage ich immer, ne? Falls ihr es noch nicht wusstet, ich freue mich immer sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sage sonst auch immer, ich habe heute etwas Besonderes mit euch vor, aber ich würde sagen, das, was ich heute mit euch vorhabe, ist in meinen Augen so semi-besonders. Vielleicht wird es auch aufregend. Vielleicht wird es total aufregend. Das ist auf jeden Fall, ich setze hier eure Tipps heute um. Die letzten zwei Videos, die ich hochgeladen habe, waren Videos, wie ich meinen Kleiderschrank ausgemistet habe. Und ich war mega positiv überrascht und möchte mich auch nochmal bedanken, weil die Rückmeldungen mega doll positiv waren. Das hat mich irgendwie voll gefreut. Ich habe eine Jogginghose in meinem Kleiderschrank-Ausmist-Video im ersten Teil gezeigt. Auf jeden Fall ist das diese Hose und ich habe gezeigt, dass ich hier vorne so einen Fleck drauf habe. Dann habe ich mir irgendwas hier drauf getropft, habe ein bisschen Geilseife genommen, so gemacht und 20 Minuten später nach dem Waschen war hier einfach die Farbe komplett raus. Und meinem Freund, also Kevin, ich nenne Kevin überall immer meinen Freund, aber ich nenne ihn jetzt ab jetzt Kevin. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo die meisten Menschen einfach wissen, wer Kevin ist. Auf jeden Fall hatte er genau dasselbe Problem, beziehungsweise ich, weil ich habe seinen Pulli angezogen und dann bin ich mit Laura unterwegs gewesen, weiß ich noch ganz genau, und habe irgendwie eine Capri-Sonne oder so getrunken. Und dann sind einfach nur so, also so Capri-Sonne, Trinkpäckchen, Tröpfchen oder sowas hier drauf gekommen. Das ist ja nicht Rotwein, das ist nicht Blut, das ist nicht Cola, irgendwas Dunkles. Das war was Helles. Und dann habe ich so ein bisschen Geilseife drauf gemacht, direkt in die Waschmaschine, Farbe raus. Die Farbe ist draußen, aber die Flecken nicht. Das ist ja wohl ein Scherz. Ihr habt mir das geraten, ich mache das jetzt, dass ich diese Hose komplett einfärbe, weil man muss nicht immer wegtun und dann was Neues kaufen, wenn das, was man hat, ja schon perfekt ist. Und für diese Baumwolle, für diese Hose musste sehr viel Baumwolle gegossen und gepflückt werden. So, und deswegen werden wir die komplett einfärben. Und den Pulli von Kevin, aus dem mache ich aber Batik, weil das ist richtig so ein knalliges Neon-Ding. Und deswegen machen wir das. Batik. Ich habe noch nie Batik gemacht. Ich weiß nicht, ob es passiert. Und ich habe dafür auch jetzt so nachhaltige Bleiche gekauft. Bei dem Farbmittel habe ich leider nichts Nachhaltiges gefunden. Aber bei Bleichmittel habe ich jetzt von Ecovair so ein Aktivsauerstoffbleiche gekauft. Und eigentlich habe ich überall im Internet gelesen, dass man so richtige Bleiche kaufen soll, um Batik zu machen. Aber dieses Ding ist ja so schlecht eingefärbt, dass sogar nur 5 Minuten Geilseife die Farbe rausholen. Also sollte ja wohl auch Aktivsauerstoffbleiche reichen, um das hier zu batiken. Falls nicht, kaufen wir halt nochmal richtige Bleiche. Ich wollte einmal was richtig machen im Leben. Wir werden sehen, ob es das Falsche ist. Ich habe beides noch nie gemacht. Ich habe noch nie was eingefärbt. Ich habe noch nie Batik gemacht. Ich habe mir die Anleitung hiervon schon durchgelesen und bin überrascht gewesen. Dafür müssen wir nämlich gar nicht viel tun. Das ist so ein Fixierersalz und Farbe, und das stellt man einfach zusammen hiermit in die Waschmaschine und wäscht einfach auf 40 Grad. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Okay? Wir haben eine neue Waschmaschine und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst. Was tut mir nicht alles für Fashion? Trockene, saubere Stoff in die Waschmaschine oder den Toplader geben. Kann ich. Flaschendeckel abschrauben. Kann ich. Beutel an der markierten Linie aufschneiden. Ist es nicht toll, wie ihr mir dabei zuguckt, wie ich versuche, durchs Leben zu kommen? Beide direkt auf die Textilien in die Trommel stellen. So 40 Grad pflegeleicht, ohne Vorwäsche starten. Die wissen einfach, dass ich Programm pflegeleicht habe. Ist Nummer 1 Vorwäsche und Nummer 2 Hauptwäsche? Oder gibt es Vorwäsche und dann Wäsche Nummer 1 und dann Wäsche Nummer 2? Wenn ihr nicht wisst, was richtig ist, einfach die Augen zu machen und irgendwas machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Pulli, ich habe hier Aktivsauerstoffbleiche, dann habe ich Gummibänder und jetzt muss man das irgendwie so binden. Also ich habe mir so Videos angeguckt und die haben irgendwie so gemacht und dann haben die das so darum gemacht. Also wisst ihr, die haben das da so rumgedreht. Ich wette, jeder von euch hat schon mal gebatikt. Ich habe das echt noch nie gemacht.
Ich fand das auch ehrlich gesagt nie richtig cool. Das ist ja jetzt seit einem Jahr wieder so voll das Ding und auch jetzt kriegt es mich nicht zu 100%. Teilweise schon, also ich sehe schon Sachen, wo ich sage, das finde ich ganz cool, aber irgendwie bin ich da geschädigt, was Batik angeht. Ich bin aber auch nicht so der Mustertyp. Es gibt verschiedene Techniken. Also, falls ihr das noch nie gemacht habt, bitte guckt euch das bei jemand anderem ab. Immer wichtig, ein Gummi drum. Das sieht doch schon mal stabil aus. Verstärkt die Waschkraft. Entfernt schnell und sicher Bleichflecken. Okay, ja, das ist ja gut, weil wir haben ja nicht farbechte Sachen, die wir zerstören wollen. Also es wäre ja quasi ein Anwendungsfehler, wenn wir uns richtig anwenden würden. Aber wir wollen es ja falsch anwenden, damit es richtig wird. Wir improvisieren jetzt. Ich brauche mehr Wasser. Okay, nun ist es ja so, dass wir nicht wie das erreichen wollen, was dieses Produkt normalerweise erreichen will. Und das wäre ja weiße Wäsche wieder weiß machen. Das heißt, wir brauchen mehr als 2 Esslöffel, weil das ja auch nicht so aggressiv ist. Das heißt, wir haben etwas weniger Aggressives gekauft, um es aggressiver anzuwenden. Oh Mann, ey, ich bin auch so, wisst ihr, das ist dieses, irgendwie will man immer was Gutes tun, aber man macht auch gleichzeitig immer alles falsch. So, es ist jetzt die ganze Packung drin. Ich wasche mir jetzt die Hände, ich stelle das in die Badewanne und wir gucken uns das in einer Stunde an, vielleicht auch in 24 Stunden. Gut, dass ich gleich in den Urlaub fahre, das mit dem Auto. Das bedeutet, dass ich den Eimer mit ins Auto nehmen muss. Wir warten erstmal eine Stunde ab und dann schauen wir mal, wie beschissen mein Plan vom Ursprung her schon gewesen ist, okay? Hello Party People! Wir haben 3 Wochen später, der Urlaub ist schon vorbei. Der Urlaub kam so ein bisschen dazwischen, deswegen kamen in der Zwischenzeit keine Videos. Ich habe die Hose an. Ich habe sie den ganzen Urlaub lang getragen und ich habe sie richtig doll geliebt. Ich habe absichtlich ein schwarzes Top dazu angezogen, damit ihr seht, sie ist nicht komplett schwarz geworden. Das liegt an dem Polyesteranteil, der ja auch orange gewesen ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Polyesteranteil nicht so hoch sein darf, wenn man Dinge färbt, weil der sich einfach nicht mitfärbt. Das sieht man auch an den Strippen hier. Die sind orange geblieben. Es ist also so ein bisschen meliert. Also es ist eher grau als schwarz geworden, aber ich finde es mega geil. Ich trage die richtig gerne. Die sitzt natürlich nach wie vor Bombe und ich muss sagen, ich finde sie im Dunkeln noch ein bisschen cooler. Ich mochte das Orange, aber untenrum trage ich doch schon sehr gern dunkel. Deswegen freue ich mich voll darüber. Auf jeden Fall Experiment Färben ist top gelaufen. Kommen wir zu der Sache, die überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und das ist diesen Pullover mit Aktivbleiche zu bleichen. Halten wir noch mal fest, 5 Minuten Gallseife haben mehr Macht auf diesen Pullover ausgeübt als 3 Stunden Aktiv-Sauerstoff-Bleiche. Ja, das bedeutet, wenn ich hier raus Batik machen will, muss ich definitiv noch mal mit richtiger Bleiche dran gehen. Eventuell werde ich das machen, weil es wäre ein bisschen schade. Der Pulli hat, glaube ich, 60 oder 70 Euro gekostet und ist einmal getragen worden. Ja, dementsprechend ist das Experiment nicht geglückt. Ich freue mich über meine neue Jogginghose. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen inspirieren, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch einfach schön, mir dabei zuzuschauen, wie ich die alltäglichsten Dinge der Welt mache und andere Leute sich fragen, wow, es scheint ein großes Ding für sie zu sein. Das war's von meiner Seite. Ich packe euch nochmal einen Link in die Infobox. Mein Kalender der Spirit der Monate ist gerade im Sale. Deswegen, wer mag, kann da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten sage ich, ihr seid süß und klein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hade.